Moin Moin, ich bin Tizian und wünsche euch viel Spaß bei einer neuen Folge Fallout 4. Wie weit ist mein Chor runter? Na, der verbraucht sich auch ganz schön. Da sind Mücken. Brüllmücken. Okay, die eine haben wir erwischt. Alter, hier kommen ganz schön viele gerade. Okay, sterbt mal bitte. Das war's, ne? Waren das nur... Ja, waren anscheinend nur drei. Ich dachte, es wäre mehr gewesen, aber okay. Nehmen wir ein bisschen was mit von denen. Habe ich den hier hinten so weit erlegt? Wow. Meisterschütze. Meisterschütze. So, da ist nix. Hier ist auch gar nichts, ne? Wahrscheinlich muss ich doch wieder ein bisschen mehr der Quest folgen. In ein Gebiet reingehen, wo so ein bisschen mehr los ist. Ich wollte halt mir die Waffe angucken. Bloß schade, dass es keine richtig gute war. Wir könnten aber mal... Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal in den Vault zurück. Und schauen uns das gleich mal da an. Da ist ja eine Waffe in so einem Schrank drinne. Dafür braucht man ja eine gewisse Skillung, damit man das öffnen kann. Ich höre immer wieder Geräusche. Da braucht man ja eine gewisse Skillung, um den zu öffnen. Und das will ich mir gleich mal angucken. Ich will aber nochmal hier hinten rumschauen. Ich will mal gucken, ob ich auf die Straße hochkomme. Das letzte Mal, als ich bei so einer Hochstraße war, bin ich ja auf Gunner gestoßen. Das war irgendwie nicht so nett. So eine Autobahn oder Highway oder wie man das auch immer nennen möchte. Ein ganz kleines Stück gehen wir noch und dann gucken wir wieder zurück. Bringe ich den zweiten Poweranzug nach Hause. Das ist richtig cool. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem zweiten Poweranzug machen soll. Oh, da liegt auch ein. Der ist doch tot, oder? Ja. Toter Raider. Das ist interessant. Hat sich wahrscheinlich zu viele Jets reingepfiffen. Oh, da komme ich nicht rauf. Da muss ich rauf, damit ich rüberkomme. Krass, ne? Das Krasse ist ja, also als die Atombombe explodiert ist vor 200 Jahren, waren ja diese Fahrzeuge tatsächlich hier auf dieser Brücke. Und ja. Die Leute sind halt gestorben. Die Brücke ist vielleicht nach und nach, also die ist vielleicht nicht bei der Detonation der Bombe so kaputt gegangen, sondern vielleicht nach und nach, weil 200 Jahre, ne, das nagt ja doch so ein bisschen an einer Brücke. Aber ist schon krass, finde ich. Ich finde das echt, wenn man sich das mal so vor Augen hält, ne? Stell dir mal vor, in eurem Ort würde das passieren. Das, kann ich keinen Reifen mitnehmen? Ne, oh scheiße, ich wollte nicht schießen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ja, stellt euch mal vor, das passiert wirklich, dass irgendwo eine Atombombe hochgeht und ihr habt irgendwie das Glück oder auch nicht, irgendwo, ach guck mal, mir fehlt, das Bein ist weg, also es fehlt ein Bein, das ist ja doof. Was wollte ich sagen? Ach ja, ihr seid dann irgendwie hier nach 200 Jahren, kommt ihr dann aus dem Eis raus und merkt ihr dann so, alles klar, scheiße. Die Welt sieht ja ein bisschen doof aus. So, wo soll ich denn eigentlich hin? Was ist das denn? Ach so, hier ist die Burg. Was? Wie weit ist die denn weg? Die ist ja richtig krass weit weg. Bis wir da hinkommen, dann haben wir ja ohne Ende Mission noch. Okay, ich gehe nochmal zurück zur Basis. Sanctuary. Irgendwie so wird das ja ausgesprochen. Ich habe immer Sanctuary gesagt, aber da ist ja kein R drin. Kein N drin, aber... Sorry, es tut mir leid. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich habe es gesehen. Ich kann es nicht aussprechen, ey.
So. Powerrüstung 2.0. Ist die gleiche Powerrüstung wie die andere, ne? Nur ein bisschen verrosteter. Und fehlt ein Bein anscheinend. Oder der ist defekt, eins von beiden. Na gut, man könnte jetzt die Powerrüstung ausrüsten oder fertig machen für ja, als Anti-Strahlen-Powerrüstung quasi. Ne, der soll drinnen bleiben. So könnte man das eigentlich machen. Hallo. Ach so. Ich wusste gerade wieder nicht, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ja in den Vault mal reingehen und gucken, ob wir da unten an die Waffe rankommen, die da ist. Das ist eine krasse... die Umgebung ist krass gerade. Also von der Stimmung her, weil das so rot eingefärbt ist, die ganze Umgebung. Krass. So, lass mal gucken, ob wir in den Vault... Also eigentlich müssen wir ja in den Vault reinkommen, ne? Das sollte ja kein Problem sein. Das gab ja irgendwie die Möglichkeit, runterzufahren. Und zwar... Muss ich das hier drinnen anschalten, glaube ich, ne? Ist da noch was drin? Nee. Willst du mit runter? Ich fahre mal runter in den Vault, ne? Bis gleich. Wollen wir mal gucken. Ich müsste ja Skillpunkte über haben. Das heißt, wir können mal gucken, was ich für eine Skillung brauche, damit ich an diese Waffe rankomme. Doch mit dem runtergefahren? Oder ist er sogar schon unten? Vielleicht gar nichts von beiden. So. Lass mal Louis Louis machen. Mal gucken, ob hier irgendjemand reingekommen ist in der Zwischenzeit. Aber eigentlich dürfte das nicht passiert sein. Wo war denn? Wo bin ich denn? Das letzte Mal bin ich doch von hier gekommen, ne? Ja. Alles klar, mal gucken, nicht, dass hier noch wieder neue Kakerlaken sind. Aber eigentlich dürfte das auch nicht der Fall sein. Hier ist das. Genau, hier wollte ich hin. Und zwar wollte ich dahin. Dafür brauche ich... Die bekomme ich so nicht auf. Dafür muss ich Meister sein. So, jetzt lass mal gucken, in was eigentlich. War mal Skillen. Also ich habe... Also T, Level Up. Ah, okay. So, wo ist denn jemand, der irgendwie so aussieht, als ob er Schlösser knacken könnte? Ist das das hier? Ne, Schleichen? Waffenfreak? Kann ich hier ein bisschen weiter runter gehen? Wie kann ich denn... Achso, einfach die Maus nach unten halten. Was sieht denn aus wie... Ah, hier, guck mal. Du kannst Expertenschlösser und alle Schlösser einfach knacken. Abrissexperte? Pass mal auf, gibt es hier unten noch mehr? Was ist das denn hier? Action Boy? Tierfreund? Aqua Boy? Wasser, du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlenschaden mehr. Ah, okay. Groß und schwer, durch viel Übungserfahrung versuchen schwere Waffen 20% mehr. Cool. Starker Rücken? Nachtmensch? Strahlenresistent? Lokale Anführer? Lokale Anführer wollten wir auch haben, genau. Erforderlich, erfordert. Ist das hier schon... Oder gibt es da noch was anderes? Ist das das? Ich bin mir nicht so sicher. Ninja, Apotheker. Ich will erstmal noch ein bisschen weiter runter gucken. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas anderes. Ruhige Hand. Was bedeutet ruhige Hand? Abfeuern von Schusswaffen. Okay. Alter, wie viele Sachen es hier unten gibt, ne? Prügler. Schläge mit Schusswaffen, Scharfschütze. Okay, Kannibale. Inspiriert. Robotik-Experte. Flinke Finger. Verlier im Kampf keine Zeit. Du kannst alle Waffen schneller nachladen. Cool. Sensemann-Sprint. Ah, nice. Vierblättriges Kleeblatt. Blitzangriff. Nuklearphysiker.
Otlandflüsterer, was? Okay, cool. Typhus ein Mensch, zumindest äußerlich, deine verlorene Gesundheit. Wird durch Strahlung regeneriert. Was? Quas? Durch die Deckung. Cool. Ich glaube, das ist das oben, ne? Solarenergie. Einschüchtern. Nerdwood. Okay. Pink Fu. Kampfkunst. Querschläger. Wie du mir, so ich dir. Fernkampfwaffen der Gegner werden manchmal zurückgeworfen, so dass der Gegner sofort getötet wird. Je näher du dem Tod bist, desto höher die Chance. Cool, das war's. Dann ist es tatsächlich das hier, ne? Ah, du kannst Meisterschlösser und alle... Ah, guck mal, das ist es doch schon, ne? Tab schließen. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Das war es jetzt noch nicht. Ich muss noch einen da rein investieren. Ich bin halt ein bisschen vorsichtig, ne? Tut mir leid. Was? Was ist erforderlich? Erforderlich Level 18 W... Aha, was ist denn WHA? Das ist Wachsamkeit, ne? Ne, Wahrnehmung. Wahrnehmung? Nee. WH? Was? Aber... Ach, erfordert Level 18? Ach so, Level 18 auch? Also ich muss erst Level 18... Ach du Scheiße, ich muss erst Level 18 sein? Oh, okay. Was war denn hier nochmal lokale Anführer? Das wollte ich auf jeden Fall machen. Erfordert... Charisma auf 6. Und das haben wir jetzt auf 2, 4, 5. Das ist auf 5 jetzt. 2, 4, 5. Und noch einmal. Jetzt kann ich nämlich den lokalen Anführer machen. Und dadurch kann ich, die Geschäfte aufbauen. Ja, alles klar. Aber das ist krass. Da muss ich ja noch ordentlich leveln. Schade. Ich hätte gedacht, das geht hier so ratzifatzi und gut ist. Schade. Ich habe mich so gefreut auf die dicke Knifte. Gut, dann machen wir Folgendes, dann suchen wir uns jetzt Streit. Ich guck mal, was in der Nähe ist und dann hauen wir da mal ein paar Leute weg. Hab ich mal Bock drauf. So, auf geht's. Hoch. Sie suchen wohl Streit. Moin. Inventar. Und zwar Daten. Und zwar geh dem Funktional nach. Geh dem Funktional. Für die Freiheit. Okay. Das ist in begib dich zum Polizeirevier Cambridge. Wo ist denn das? Pass mal auf, wir können ja auch. Genau, das ist ja wieder... Ja, begib dich zur Detektei. Okay, das ist die eine Geschichte. Trifft die... Okay, das ist die andere. Geh dem Funksignal nach. Welchem Funksignal? Okay, lass mal kurz gucken, was wir hier haben. Ah, hier ist eine Mission. Da können wir uns ja hinporten, ne? Da machen wir eine Schnellreise. Da sind wir ja schon mal vorbeigelaufen. Hoffentlich, lande ich jetzt nicht mittendrin und krieg sofort auf die Fresse. Das wäre ärgerlich. Das wäre auch nicht so gesund, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Da soll das irgendwo sein. Oder? Nee, da, ne? Was ist denn das? Karte? Ganz andere Richtung. Da. Da ist das Teil. Das soll ich säubern. Aber da war ich doch schon mal, oder? Was soll ich hier säubern? Warte mal, ich muss mir die Mission nochmal durchlesen. Daten. Säubere? Okay.